greifen auf den Strom, denn wohin fließt er schon? Wir treiben übers Meer ohne Gegenwehr, ohne Rettungsring, weil wir furchtlos sind, weil wir träumen können und den Bar bezahlen. Und weil uns nichts aufhalten kann, ihr könnt Schranken bauen, eure Zäune ziehen. Wir werden über Grenzen fliegen. Keine Zeit für Sicherheit, für Kummer oder Selbstmitleid. Unser Tank ist voll und der Tacho platt. Die Überholspur, unser Platz. Schmeißt die Koffer weg, scheiß auf Handgepäck. Jeder nimmt nur 7 Sachen mit, denn wir brauchen nichts, was wertvoll ist. Das hier ist der Abschiedskuss. Wir wissen nicht, was morgen ist. Ein Tagtraum hat uns voll erwischt. Wir springen sorgenlos durch grünes Gras. Das andere Ufer kann uns machen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Ein Tagtraum hat uns voll erwischt. Wir springen sorgenlos durch grünes Gras. Das andere Ufer kann uns mal. Nach Tbilisi haben wir uns auf den Weg nach Borjomi gemacht. Die Natur hatte uns wieder. Campen ist in Georgien wunderschön gewesen. Nach langen Märschen durch die Berge oder durch Wälder schlugen wir einfach unser Zelt auf und ja, haben die Natur genossen. Ein Spaziergang durch den Wald hat uns dieses Schloss hier offenbart. Es ist ungefähr 500 oder 600 Jahre alt. Und ja, wir haben es erstmal nicht vermutet. Ihr seht hier die Außenmauern. Wir sind hier nicht vor dem Schloss. Wir sind auf dem Schloss. Ist Wahnsinn, ist eine versteckte Burganlage. Und was ihr hier seht, ist Borjomi. Wir sind in Borjomi and now we're going to Mestia. On the way to Mestia. Woo! Ja. Wenn man auf dem Weg zum Zelt nicht so alles trifft. Es sind noch 2 andere Herrschaften. Borjomi ist ein Kurort und wir haben uns da richtig gut erholt. Die Aussicht ist grandios gewesen und wir haben einfach mal die Seele baumeln lassen.
Wir sind der Einladung eines freundlichen Herrn gefolgt und jetzt sind wir hier in diesem wunderschönen Haus. Eine kurze Führung. Ein kleiner Innenhof. Hier wird Wein gemacht. Die Dusche. Die Toilette. Und da bin ich gerade reingetreten. Hier ist unser Gemach. Ich habe selten so ein schönes Land gesehen wie Georgien. Und wir wissen ganz genau, wir werden eines Tages zurückkehren. Im nächsten Video geht es weiter nach Mestia. Ich glaube, es ist mit einer der schönsten Plätze in Georgien gewesen.